Jude Schuld an allem trägt. Ich glaube, dass die Finanzmacht, die sich aus den endlos reichen Ölscheichs, Wall Street Bankern in den USA und zahlreichen Regierungen von zahlreichen Ländern zusammensetzt, an dem verdammten Debakel schuld sind. Und ich glaube, dass alle Menschen, auch ich, wenn ich die falsche Firma unterstütze, indem ich das falsche Produkt kaufe, daran schuld bin, genau wie du oder er und jeder andere. Gott sei Dank, ich bin gestorben in deiner... Das ist halt der Scheiß-Kapitalismus. Wer von euch hat zum Beispiel ein Handy in der Hosentasche? Ich glaube, jeder... Wer hat kein Handy in der Hosentasche? 1, 2, 3. Ja, 4, 5 Leute. Sehr gut, Leute. Sehr gut. Weil... Für die Produktion von Handys braucht man spezielle Mineralien wie Coltan. Coltan wird im Ostkongo. Ich habe auch ein Handy in der Tasche. Naja, das ist ja der Fehler. Den auch ich tue. Genau das meine ich doch. Coltan. Für die Produktion von Handys braucht man spezielle Mineralien wie Coltan. Coltan wird im Ostkongo oft von Kindern aus ungesicherten Minen geholt. Das Geld aus dem Verkauf finanziert einen Krieg, der schon 15 Jahre dauert und bis heute 5 Millionen Menschen getötet hat. Von all dem wollen die Mobilfunkunternehmen nichts wissen. Der Autor Frank Piasecki Paulsen hat sich für die Story auf eine lebensgefährliche Suche in die Coltan-Minen im Kongo gemacht. Er ist in eine Mine hinabgestiegen, in der Kinder oft Tage in den dunklen Tunneln graben und leben. Der Lohn, ein paar Cent. Die Gewinne aus dem Geschäft mit Coltan stecken andere ein. Paulsen konfrontiert Mobilfunkunternehmen mit seinen Aufnahmen und Erfahrungen. Er fragt, wer von den katastrophalen Bedingungen weiß, wer damit einen Krieg finanziert und warum dagegen nichts getan wird. Die Dokumentation gibt es auf YouTube unter dem Titel Blutige Handys. Des Weiteren ein paar Stichworte zur Suche auf YouTube. Zeitgeist, Full Movie. Dirk Müller. Nestle, Wasser. Nestle, Schokolade. Primark, Mode für die Tonne. KenFM. Sehr guter Journalismus. Dort findet ihr auch Infos über Israel und Palästina und auch über diese Mahnwachen. YouTube-Suche, Bayer und BASF. Nichts für schwache Nerven. YouTube-Suche, syrisches Tagebuch. Ihr werdet wochenlang kotzen, wenn euch klar wird, wie sehr ihr verarscht werdet. Was mir persönlich als Vegetarier auch sehr am Herzen liegt. Es ist grausam, aber seht es euch an. YouTube-Suche, Earthlings, zu Deutsch, übersetzt Erdlinge. Egal was auch passiert mit dieser Bewegung, Gewalt wird uns nie weiterbringen. Egal wie groß wir werden, wie stark wir werden und was wir denken, was nichts bringt. Die Gewalt wird uns immer zurückschlagen. Denn die Polizei, die hat schon in sämtlichen anderen Ländern, wo urbane Gewalt geherrscht hat, schon längst verstanden, wie sie das eindämmen können und dann wieder alles kaputt machen. Also die Gewalt würde unsere Bewegung zunichte machen. Man würde diese Bewegung verbieten. Man würde uns in jeglicher Art und Weise für radikal halten und niemand mehr würde sich uns anschließen. Medien manipulieren uns. Zum Beispiel vor ein paar Jahren haben wir Bilder im Fernsehen gesehen, wo Islamisten die Bibel verbrennen und lauter solche Dinge. Das soll uns aufhetzen, hier gegeneinander. Lauter solche Dinge gehen nicht. Und wir müssen alle überzeugen von der Idee vom Frieden. Auch die Polizisten, vor allem die Soldaten. Mein Bruder ist Bundeswehrsoldat. Und ich sage es jetzt nochmal, falls er das Video sieht. Wenn sie dich einziehen wollen und in den Krieg stecken wollen, geh nicht hin. Sag jedem, er soll nicht hingehen. Sag deinem Chef, er soll daheim bleiben. Weil du kämpfst nicht für uns, du kämpfst für die.
Und ja, die Bilder, die machen uns sauer. Wir sehen die Videos auf Facebook zum Beispiel, die kann man nicht mehr ausklicken, die gehen einfach los. Man sieht zerstückelte Menschen, man sieht Bomben und es macht uns sauer. Aber es darf nicht sein, dass wir uns davon aufhetzen lassen, dass wir deswegen auch aggressiv werden, dass wir deswegen auch irgendwelche Angriffe, irgendwas machen. Das dürfen wir nie machen. Es zerstört uns. Wir müssen die Energie bewusst einsetzen. Wir müssen mit unserer Intelligenz arbeiten. Weil dieses System, das ist alles auf Papier. Es bringt uns nichts, wenn wir irgendwelche Staatsoberhäupter nehmen, die Guillotine auspacken und denen den Kopf abhacken. Das wird uns nicht weiterbringen, weil die Nächsten kommen und dann geht's wieder los. Das haben wir bis jetzt schon tausendmal gesehen. Wie war es in Ägypten? Ist in Ägypten jetzt was besser geworden? Ist in der Ukraine jetzt was besser geworden? Nein, alles andere. Alles andere als das. Wir müssen uns zusammentun. Auch die, die eben hier die Demo veranstaltet haben. Ich fand es persönlich nicht gut, dass da irgendwie so eine Grenze war. Zwischen uns war eine Grenze. Da waren die Deutschen, da waren die noch so ein bisschen. Und das darf nicht sein, weil wir sind hier alle in Deutschland. Wir sind hier aus allen Nationalitäten. Hier sind eigentlich viel zu viele Deutsche und viel zu wenige Ausländer. Ey, wir brauchen die Ausländer hier auch. Wir brauchen auch die Palästinenser und die Israelis auch. Natürlich, die haben auch keinen Bock darauf. Ich glaube nicht, dass das israelische Volk Bock drauf hat, dass die da Raketen schießen. Kann ich mir nicht vorstellen. Die USA brauchen einen großen Krieg zur Stabilisierung ihrer Staatsschulden. Und das dürfen wir nicht zulassen. Wir verhindern diesen Krieg. Auf beiden Seiten, auf allen Seiten. Indem wir uns einfach gegenseitig darüber informieren, dass wir da sind und dass wir keinen Bock auf diese Kriege haben. Wir haben keinen Bock darauf, Gewehre in die Hand zu nehmen und für unsere Wohnung, damit wir da drin weiterleben können, andere Menschen erschießen zu müssen. Da haben wir echt keinen Bock drauf. Und schon gar nicht für die scheiß Dollars oder Euros. Wir fordern zum wiederholten Male die NATO dazu auf, sämtliche Truppen aus sämtlichen Besatzungsgebieten abzuziehen. Wir fordern die israelische Regierung und die palästinensische Regierung. Nein! Wir fordern die Soldaten auf beiden Seiten, die diesen Krieg führen sollen, dazu auf, die Waffen niederzulegen. Nein! Wir fordern alle Menschen dazu auf, die Waffen niederzulegen. Alle Menschen! Wir fordern alle Menschen dazu auf, die Waffe auf dieser Erde dazu auf, alle Waffen für immer zu zerstören und friedlich miteinander zu leben. Ungeachtet ihrer Herkunft, Hautfarbe oder sonstigen Äußerlichkeiten. Wir sind viele. Wir sind hier nicht alleine. Hier sitzen 30 Leute oder so. Ich hab's nicht gezählt. Ich schätze. Aber wir sind nicht nur hier. Wir sind im Moment in über 100 Städten. Zur gleichen Zeit. Ey Leute, gib mal den anderen, in den anderen Städten, Achmo, Applaus. Das ist ein Gruß auch aus Saarbrücken. Jetzt hab ich alles zugeklappt natürlich. Es geht noch weiter. Wir sind intelligent. Ich immer an deinen Arm und deinen Reifen. Immer. Ja, das ist das Problem. Das ist das Problem, das darfst du nicht erkennen. Der Mann hat gesagt, es gab schon immer einen Arm und ein Reich, seitdem wir denken können. Vielleicht auch immer, ich weiß es nicht. Ich war nicht vor Millionen Jahren hier. Aber vielleicht. Und das ist ein Problem. Die Banken haben die Menschen versklavt. Die Menschen haben sich selbst versklavt. Ja, die Banken waren es gar nicht. Die Menschen mit ihrem Glauben an die Scheine haben sich selbst versklavt. Wir versklaven uns selbst, indem wir immer noch an die Euros glauben, indem wir immer noch dafür arbeiten. Ich will mehr wie du. Ja, nee. Ich will nicht mehr wie du. Ja, das ist das Problem. Der eine will mehr wie der andere. Und dann brauche ich auch noch ein BMW. Und dann brauche ich auch noch ein Haus. Und dann reicht mir der BMW in der National Mercedes. Geil, ich brauche dicke Felgen. Oder so. Das ist das Problem. Also, es soll jetzt kein Angriff sein. Das hat sich jetzt vielleicht so angehört. Wir sind nicht in der Minderheit. Auch wenn es so scheint, bei dem Trubel um die WM. Wir können durchaus noch Empathie empfinden. Sonst würden wir uns hier nicht zusammentun. Bleibt friedlich, denn nur so kommen wir zum Frieden.
Wir müssen aufwachen. Wir müssen uns fragen, woher das Geld für die Waffen kommt. Auch von hier. Ach, gerade in Israel. Auch von hier. Und was bedeutet auch von hier? Na, auch aus Deutschland. Und was bedeutet auch aus Deutschland? Wir haben keine Macht. Von uns, die wir hier sind. Leute, wir finanzieren die. Ohne die können die gar keine Waffen produzieren, wenn wir es nicht machen. Wir haben keine Macht. Wissen ist Macht. Deswegen sind wir hier. Kinder müssen ernährt werden. Kinder müssen ernährt werden. Und deswegen müssen wir weiterhin arbeiten. Die Frage ist, wie kommen wir raus, du? Wie kommen wir raus, du? Wie können wir das schaffen, dass wir die nicht mehr unterstützen? Dass die kein Geld mehr haben, für die Scheiße abzuziehen? Wie kriegen wir die Soldaten dazu, zu ihrem Chef zu sagen, nein, ich gehe doch nicht hin. Ich wollte die Scheißknarre nicht. Hol du doch die Knarre. Das Problem ist, dass ihre Kinder nicht mehr gefressen haben. Das ist das Problem. Dass die Kinder nichts mehr zu essen haben dann. Und wie machen wir, was machen wir damit? Was machen wir da? Also ich bin noch dafür, ja, ich glaube, ich habe es irgendwo stehen, ich habe ein paar Ideen gehabt. Genau, die Banken boykottieren. Also jetzt die wir hier sind. Ja, wir sind jetzt 30 Leute, das ist vielleicht nicht viel. Aber jetzt stellt euch mal vor, gut, okay, das Geld kommt noch auf die Bank. Das Geld kommt jeden Monat auf die Bank. Ist bei mir halt noch so Fakt, ja? Aber wenn man dann das Geld direkt wegnimmt, bis auf den letzten Cent, dann ist für die Bank nämlich vorhanden und die Bank kann das Zeug nämlich verzehnfachen. Das heißt, sobald wir alles bezahlt haben, heben wir einfach jetzt mal alles ab. Und wenn wir nur 50 sind, egal, ein klein bisschen, und wenn wir nur Staubkorn bewegen, das ist auch Veränderung. Dann Firmen boykottieren. Sehr, sehr wichtiges Thema in der Angelegenheit. Welche Firmen kann man boykottieren? Was wird was bringen? Nestle. Genau, das war auch der erste Vorschlag von mir. Ich habe jetzt keine mehr hingeschrieben. Ich habe gehofft, dass ich ein paar aus der Menge jetzt... McDonald's. Yeah, jawohl. Burger King. Die ganzen Sachen, die wir selbst da schaden. Die ganzen Sachen, die uns selbst schon mal schaden. Wie Glutamat, Fluorid, die Pharmaindustrie, Coca-Cola. Die Energiekonzerne, die immer noch die Nuklearkraftwerke betreiben. Kein Import. Import, Export. Scheiß Problem, bring das nur hierher. Ich kann es als Polsterer selbst beschreiben. Also die Polsterer, die sind hier arbeitslos geworden, da alles jetzt nur noch aus Japan kommt. Das wird doch hinten zum billigen Preis gemacht. Und das fordert wieder die anderen Länder dazu auf, weniger zu haben als wir, damit wir hier so billig die Sachen kaufen können. Das ist alles für den Arsch. Ja, und wir müssen jetzt, wie gesagt, eine Lösung finden, wie wir es schaffen, aus diesem System, das auf Krieg beruht, auszubrechen. Nur so können wir den Krieg noch aufhalten. Ja, Gewalt erzeugt Gegengewalt, Aktion und Reaktion. Aber wir haben hier einen Feind, der auf Papier gedruckt ist. Und das Papier ist so mächtig, dass wir diesen Feind mit Waffengewalt oder physischer Gewalt nicht bekämpfen können. Wir müssen die Energie sinnvoll nutzen, wie gesagt. Wir müssen uns Gedanken machen, wir müssen alle auf einen Nenner kommen, egal woher wir kommen. Mehr habe ich nicht mehr zu sagen. Und wir brauchen noch euch und jeden, der hier kommt.